In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine köstliche Knusper-Schokosüßigkeit selber herstellen könnt. Das sind die Zutaten für das süße Rezept. Da haben wir hier zum einen 100 Gramm Mandeln. Übrigens weiche ich Mandeln wie auch viele andere Nüsse, Kerne und Saaten in Wasser ein, bevor ich sie verwende. Also Mandeln weiche ich zum Beispiel 20 bis 24 Stunden in Wasser ein. Nach ca. 12 Stunden wechsle ich das Wasser. Nach dem Einweichprozess spüle ich die Kerne schön ab und dann dürre ich sie wieder trocken. Warum veranstalte ich diese Prozedur? Es ist so, wenn man die Nüsse lange einweicht, dann wird zum einen Phytinsäure abgebaut, die zum Beispiel auch hindern, dass bestimmte Mineralstoffe aufgenommen werden. Das ist aber jetzt nur ein Teilaspekt. Phytinsäure hat auch positive Eigenschaften, aber es geht vor allem auch darum, dass in den Nüssen Enzyminhibitoren enthalten sind. Das sind so gewisse Hemmstoffe, die die Verdauung zum Beispiel von Eiweißen oder Fetten verlangsamen. Und diese Enzyminhibitoren, die werden eben beim Einweichprozess abgebaut. Hier seht ihr zum Beispiel Mandeln. Auf der rechten Seite, die nicht eingeweicht und wieder gedörrt wurden, und auf der linken Seite Mandeln, die eingeweicht und gedörrt wurden. Das ist alles aus derselben Verpackung. Und ich habe auch mal zum Beispiel bei meinem ältesten Sohn einen Test gemacht. Ich habe ihm zuerst eine Mandel gegeben, die nicht eingeweicht und dann wieder gedörrt wurde, und dann eine Mandel, die eben so vorbereitet wurde. Und er hat eindeutig gesagt, die eingeweichten und wieder getrockneten Nüsse schmecken ihm besser. Er sagt, sie schmecken einfach knuspriger, angenehmer. Es ist ein angenehmeres Kaugefühl, zum Beispiel auch so in der ersten Wahrnehmung. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, warum es wichtig ist, Nüsse, Kerne, Saaten einzuweichen, dann kann ich euch mein E-Book Sprossenzucht leicht gemacht empfehlen. Da gibt es auch ein Kapitel zu diesem Thema. Weiter geht's mit der nächsten knusprigen Zutat für diese knackige Süßigkeit. Das sind Buchweizensprossen. 50 Gramm Buchweizensprossen. Diese Buchweizensprossen stelle ich selber her. Ich weiche den Buchweizen circa eine halbe Stunde in Wasser ein. Dann spüle ich ihn sehr gründlich mit Wasser ab. Achtung, es schleimt extrem. Und dann lasse ich den Buchweizen 2 bis 3 Tage ankeimen. Und zwischendrin morgens und abends immer schön spülen. Und auch vor dem Trocknungsprozess spülen. Und dann trockne ich auch diese Buchweizensprossen. Mit dem Dörrgerät kann man aber auch in Heizungsnähe machen. Dann dauert das alles ein bisschen länger. Generell enthalten Buchweizensprossen ein Mehrfaches an Mineralien und Spurenelementen, wenn sie angekeimt sind. Dann haben wir hier noch geschälte Hanfsamen, das sind 40 Gramm. Aus diesen Zutaten stelle ich die Schokolade für diese Süßigkeit her. Da haben wir hier zum einen 50 Gramm Kakaobutter, 50 Gramm Kakaomasse, also 100 Gramm Fett. Wer weder Kakaobutter noch Kakaomasse zu Hause hat, der kann auch 100 Gramm Kokosöl nehmen. Ich nehme immer gern für solche Süßigkeiten Kakaomasse, weil es dann schön schokoladig schmeckt. Dann habe ich hier noch Kakao- und Karopulver. Das sind insgesamt 40 Gramm, 20 Gramm Kakaopulver, 20 Gramm Karopulver. Das Karop bringt auch so eine leichte karamellige Süße mit. Wer nicht weiß, was Karopulver ist, Karopulver wird aus den Früchten des Johannesbrotbaumes gewonnen. Dazu hatte ich vor 2 Jahren auch schon ein Video gemacht zum Thema Karob. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Dann haben wir hier ein Süßungsmittel. Das sind 4 Esslöffel Kokosblütensirup. Und hier anlässlich der Vorweihnachtszeit noch ein paar Gewürze. 1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz und 1/2 Teelöffel gemahlene Orangenschale. Als erstes werde ich diese Mandeln in kleine Stücke hacken. Das mache ich per Hand. Das kann aber auch mit einer Pulsfunktion am Mixer gemacht werden oder mit einer Küchenmaschine. Während ich die Mandeln fein hacke, schmelzt sich Kakaobutter und Kakaomasse schon mal in einem warmen Wasserbad. Die gehackten Mandeln gebe ich zusammen mit den getrockneten Buchweizensprossen und den Hanfsamen in eine Schüssel. Das Fett ist geschmolzen. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten, Kakaopulver, Karopulver, Lebkuchengewürz, Orangenabrieb und das Süßungsmittel dazu.
Ganze noch schön verrühren und fertig ist die Schokolade für die Knusper-Schokosüßigkeit. Als nächstes vermische ich die Schokolade mit der Knuspermischung. Von dieser Masse gebe ich kleine Häufchen auf ein Backpapier und lasse das Ganze erkalten. Die Schokokrossis sind fertig. Mein ältester Simon, der testet jetzt. Simon, probier mal. Silas auch. Was ist das? Schoko, sowas wie Schokoknusper, weihnachtliches Schokoknusper. Und? Eure ehrliche Meinung? Ja, gut. Du kaust gar nicht, Silas. Ja. Simon, deine ehrliche Meinung? Schön knusprig. Nach oben. Ein Daumen nach oben. Okay, ihr seht, meine Jungs sind zufrieden. Habe ich schon mal in dem Punkt alles richtig gemacht. Ich habe gar nicht probiert. Was? Hier habe ich noch ein paar Süßigkeiten, die gut in die Vorweihnachtszeit passen. Selbstgemachte Plätzchen mit einem rohveganen Plätzchenteig. Das ist ein normaler Lebkuchenteig, die helleren Plätzchen. Und dann habe ich noch dunklere Plätzchen, die sind noch mit Kakao und Orangenabrieb, die Lieblingsplätzchen meines Jüngsten. Dann habe ich diese nur mit Schokolade verziert. Meine Jungs mögen keine Kokosraspeln oder gehackten Nüsse, also habe ich es sehr einfach gehalten. Und hier habe ich noch Lebkuchentaler, die sind auch ein bisschen mit Schokolade verziert. Das hier sind Lebkuchenbällchen, das ist der gleiche Teig wie hier. Diese Lebkuchen, da habe ich einfach eine Kugel genommen und platt gedrückt und dann hatte ich schon Lebkuchentaler. Diese Lebkuchenbällchen habe ich auch mit ein bisschen Schokolade verziert, beziehungsweise die Hälfte des Bällchens in Schokolade getunkt und trocknen lassen. Und das hier sind noch schokolierte Mandeln und schokolierte Cashewnüsse. Diese drei Süßigkeiten habe ich auch in dem Weihnachtskalender von meinen Jungs versteckt. Unter anderem, da gibt es natürlich auch selbstgemachtes Fruchtleder, selbstgemachtes Ananas, Esspapier und noch einige andere rohköstliche, gesunde Süßigkeiten. Wer sich für das Plätzchenrezept und für das Lebkuchentaler bzw. Lebkuchenbällchenrezept interessiert, der findet unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar meine beiden Blogartikel dazu. Für schokolierte Mandeln, Cashewnüsse oder für andere schokolierte Nüsse verwendet ihr einfach die Schokolade, so wie ich sie hier im Video vorgestellt habe. Dann gebt ihr die Nüsse in die Schokolade, lasst das ein bisschen einweichen, dann gebt ihr das Ganze auf Backpapier und lasst es gut trocknen. So eine ähnliche Knusper-Schokosüßigkeit habe ich kürzlich bei einem tollen Brunch bei einer lieben Freundin probiert. Ich habe für dieses Video das Rezept ein bisschen abgewandelt, habe die Schokolade minimiert und statt nur Kakaobutter eben auch noch Kakaomasse dazu genommen und eben auch die Gewürze aufgrund der Vorweihnachtszeit noch ein bisschen Lebkuchengewürz und Orangenschale dazugegeben. Ihr könnt statt Mandeln auch andere Nüsse nehmen, Macadamia-Nüsse, Paranüsse, Haselnüsse. Ihr könnt auch glutenfreie Haferflocken nehmen, wer ein bisschen Getreide dazu nehmen möchte. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gern einen Kommentar und beschreibt mir kurz eure aktuelle Lieblingssüßigkeit, die ihr selber macht. Und bevor dieses Video endet, möchte ich euch gerne noch einen kleinen Einblick in diesen besagten Brunch geben, wo ich so eine ähnliche Knusper-Schoko-Köstlichkeit kennengelernt habe. Ich habe am Anfang des Brunches mitgefilmt, wie die Karin, wie die liebe Karin, die das alles ausgerichtet hat, ihre Köstlichkeiten erklärt hat. Alles Liebe, alles Gute, bis ganz bald, eure Silke. Schönen würzigen Curry, Zucchini, Paprika, Karotte und Aprikosen sind da drin, ne? Ein bisschen Koriander, ganz einfach Blumenkohlreis. Das ist so eine Art, Taboulé, aber relativ mild, also richtig sparsam gewürzt. Das Einzige ist ein Hauch von Salz, was noch dran ist, sonst sind es Granatapfelkerne und eingeweichte Kürbiskerne und schön Petersilie. Genau, dann haben wir einen schönen Ananas-Lauchsalat mit Apfel, ein bisschen fermentierter Cashew-Joghurt ist noch drunter, selbst eingelegte Oliven mit Koriander, ein Mango-Lassi, Mango mit Kokosjoghurt, selbst fermentierten, obendrauf ist ein bisschen Kiwi.
Das sind Sprossen, Rettichsprossen. Eine herzhafte Bananensuppe. Ist keine Kochbanane, ist eine süß, also es ist so ein bisschen süß, aber es ist ein bisschen Zwiebel dran, ist so Koriander dran, also recht mild. Geht schon ein bisschen mehr so in die Süße. Dann haben wir einen Papaya-Gurkensalat. Das Dunkle sind die geschredderten Papayakerne. Also ist komplett alles drin. Auch so ein bisschen süß-herzhaft. Die kleinen Teilchen sind Kimchi-Fraps. Mhm. Der Frapp ist aus Apfel und Ingwer. Und drin ist Kiwi, hier Kimchi. Mache ich auch noch welche nach. Also ich weiß bloß mal wegen Platz. Ja, dann die schönen pinken, das sind Kürbisflaps mit rote Beete und Meerrettich. Habe ich gestern Abend ganz viel gerieben, es war so ein Riesenstück Meerrettich. Die sind nicht zu scharf, also. Aber es ist wirklich bloß rote Beete und Meerrettich und ein bisschen Cashew-Joghurt, also hier selbst fermentierte ist noch dran. Es sind noch zwei dunkle, das sind Zucchini-Flaps. Die waren dann noch da. Ganz hinten sind kleine Tartlets. Der Teig ist aus Mandel, Leinsamen und selbstgetrockneten Tomaten. Und oben drin sind Shiitake-Pilze mit Zucchini. Zettel, Dattel, Dattel, Karamell. Tattel, Karamell ist da oben noch ein bisschen drauf. Ein bisschen Schokoladenpudding aus, ganz simpel, aus Banane und Kakao. Mit ein bisschen Passionsfrucht oben drauf. Cracker. Die Helmchen-Cracker, die sind so ein bisschen vielleicht eher für die Süße. Die sind aus Kokostrester und Mandeln, ein bisschen Leinsamen, nicht weiter groß gewürzt. Die helleren, ja, sind Saaten-Cracker, ein bisschen kräftig gewürzt mit Paprika und Tomate. Und die dunklen Cracker, die sind aus fermentierten Rotkohl und Süßkartoffeln. Sind sehr luftig, also ich versuche immer Cracker nicht ganz so schwer zu machen, also die hell, die ganz die süßlichen und die anderen, die sind so leicht, weil ich selbst nicht so der Brot- und Cracker-Fan bin, dann mache ich die immer eher ein bisschen luftig. Genau, dann haben wir noch was Süßes, das sind so Kokosmandelbällchen, Macadamia-Crossis und die Scheiben, das sind getrocknete Orangen, also angetrocknete, sie sind nicht ganz trocken, angetrocknete Orangen in so einem Art Kokos, ja, Kokos-Schokolade würde ich nicht sagen, aber es ist viel Kokos dran. Ja, und das in der Mitte erübt sich, glaube ich, ja, ganz viel tropische Früchte. Durian, Jackfrucht, ja, Mangostan, alle schöne Sachen. Genau.